Ich will eure Musik. Hier kommt der Newcomer des Monats. Kieler Jugendradio. Jetzt geht's los. Der Newcomer des Monats. April 2017. Hier ist das Kieler Jugendradio und wir präsentieren euch heute mal wieder einen Newcomer. Es ist mal wieder Zeit für deutschen Hip-Hop. Also freut euch auf den Newcomer des Monats April 2017, der Rapper Iswo. Hallo. Hallo Erik, na alles klar bei dir? Nur bei Interviews ist immer alles klar. Sag mal, wie bist du denn überhaupt zur Hip-Hop-Musik gekommen? Ja, das war so circa in der Realschulzeit. Da war so einer, den ich irgendwie nicht leiden konnte und dann habe ich einfach mal angefangen, ein paar Zeilen gegen den zu schreiben und irgendwie haben es alle gefeiert und ja, seitdem schreibe ich Texte und mache Musik. Okay, und wie lange ist das schon her? Keine Ahnung, über 10 Jahre ist es schon her. Ach so, krass. Okay, und für die, die dich noch keine 10 Jahre kennen, kannst du uns ja mal kurz erzählen, was dich ausmacht und in welchem musikalischen Style du dich bewegst. Stehst du eher auf Battle Rap oder schreibst du eher gefühlvolle Texte? Naja, Battle Rap ist jetzt nicht so meins, außer wenn MC Ramses wieder bei irgendwelchen komischen Turnieren mitmacht und mich fragt, ob ich ein Refrain oder ein Part schreibe, dann mache ich natürlich einen, aber sonst eher weniger. Ja, und meine Texte sind auf jeden Fall außergewöhnlich und soll ein bisschen zum Nachdenken anregen. Okay. Das trifft's ganz gut auf den Punkt. Aber was heißt denn das? Also worum geht es denn generell in deinen Songtexten? Also ich habe über Bier gerappt. Ja. Über... Bretter, die die Welt bedeuten? Aber auch über sinnvolle Texte, wie meine Landkarte. Das ist echt ein sehr, sehr cooler Track geworden. Da gibt es auch ein Musikvideo, könnt ihr gerne auf YouTube euch anschauen. Alles klar. Und ja. Okay. Was hat denn eigentlich dein Künstlername zu bedeuten? Also mein Künstlername hat jetzt keine tiefere Bedeutung, das war eher so ein Zufall. Wir saßen so in der Aula, keine Ahnung, 7. oder 8. Klasse. Und dann sagt der eine so zum anderen, wo ist wer? Und ich so, wer ist wo? Und dann sind wir halt auf Iswo gekommen. Und haben es einfach mit Z geschrieben und seitdem bin ich halt der Iswo. Alles klar. Es ist so lustig, durch was für Situationen die Namen mehr entstehen. Finde ich gut. Wo kann man denn deine Musik eigentlich kaufen oder runterladen? Ja, also ich habe ja erstmal eine neue CD rausgebracht. Da ist dieser Track, den ihr jetzt gleich hört, auch mit drauf. Und die heißt, ein Weg entsteht erst, wenn man ihn geht. Und die CD könnt ihr bei mir kaufen. Einfach eine E-Mail schreiben an iswo@tonline.de. Okay. Und die kostet 13 Euro plus 2 Euro Versand und Verpackung in Deutschland. Und wer Interesse hat, kann sich gerne melden. Ich bin gerne für alles offen. Sehr gut. Wenn man denn jetzt mehr über dich erfahren möchte, wo kann man dich im Internet finden? Gibt es da eine Homepage oder so? Also ich bin auf jeden Fall schon zu einem YouTuber geworden. Auf YouTube gibt es so circa über 100 Videos, also Musikvideos mit meinen Tracks, mit Feature-Leuten aus Amerika, Amerika? Italien, Ukraine, also da ist wirklich viel zu finden. Wo kriegst du denn die ganzen Leute her? Da wir ja jeden Newcomer unterstützen möchten, verlinken wir euch natürlich alle auch auf unserer Homepage. Die Adresse ist wie immer die gleiche, www.kielerjugendradio.de. Und jetzt ist es natürlich Zeit, deinen aktuellen Track zu hören. Wie heißt der? Also der Song, den ihr jetzt hört, der heißt Ein Weg entsteht erst, wenn man ihn geht. Schön lang, der Titel. Hat eine tiefere Bedeutung, habe ich mir auch tätowieren lassen, weil ich finde... Das hat so was Inspirierendes. Ja, okay, das verstehe ich gut. Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Track. Also worum geht's? Ja, was kann ich über den Track erzählen? Wir haben das Musikvideo einmal auf Helgoland gedreht. Ja. Und einmal in Stuttgart. Okay. Was gibt's da zu erzählen? Der Liedtextinhalt beschreibt quasi schon das Lied alleine. Jeder muss sein Päckchen tragen, doch ich bringe es zum Empfänger. Schön. Also tiefgründige Zeilen. Und auf jeden Fall Lebensweisheiten, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Ja. Oder sagen wir so, die ihr mit auf euren Weg nehmen sollt, um ein bisschen mal drüber nachzudenken. Also ist auf jeden Fall tiefgängig. Okay, ja, dann hören wir uns das jetzt an. Vielen Dank, dass du bei uns in der Sendung warst. Iswo, hier kommt dein Song. Ein Weg entsteht erst, wenn man ihn geht. Bei Kiel FM, das war der Newcomer des Monats, April 2017. Iswo. Ich grüße auf jeden Fall noch Division Beats. Der hat die Musik gemacht von Ein Weg entsteht erst, wenn man ihn geht. MC Ramses, ETM, Deni Tinderella und alle, die mich kennen und mich supporten und mich unterstützen. Ihr seid alle gegrüßt da draußen. Macht's gut. Kiel FM. Kiel FM. Iswo bei Kiel FM.
Ich seh die Flagge der Freiheit, die in der Ferne weht, weht. Ein Weg entsteht erst dann, wenn man ihn geht. Also geh, geh, geh und bezwing die Zeit. In der geballten Faust sind alle Finger gleich. Ich seh die Flagge der Freiheit, die in der Ferne weht, weht. Ein Weg entsteht erst dann, wenn man ihn geht. Also geh, geh, geh und bezwing die Zeit. In der geballten Faust sind alle Finger gleich. Ich übertrage Gedanken, diese begleiten dich weit in ein fernes Land, wo es keine Zeiger gibt. Weisheit bereichert dich und füllt dich mit Lebenskraft. Gebe Acht, sei du selbst und nicht wie ein Sägeblatt. Jeder gibt nur schlaue Sprüche, die keine Bedeutung haben. Wer nur Steine in den Weg legt, kann keine Träume jagen. Und wer keine Träume jagt, erkennt keine neuen Farben. Ich durchquere die Wüste, von der die Leute sprachen, mit der Karawane auf dem Dromedar. Ich spür die Weiten der Landschaft und bin der Sonne nah. Ich hab festgestellt, dass wenn du was bewegen willst, nicht deine Mittel zählen, sondern nur wie viel du gibst. Ich hab so viel gegeben, doch ich bleibe exorbitant. Und du mit deiner Einstellung halt direkt vor die Wand. Setz jede Schwäche in Brand und schreib meine Buchstaben. Denn ich lebe das, was andere nie versucht haben. Ich seh die Flagge der Freiheit, die in der Ferne weht, weht. Ein Weg entsteht erst dann, wenn man ihn geht. Also geh, geh, geh und bezwing die Zeit. In der geballten Faust sind alle Finger gleich. Ich seh die Flagge der Freiheit, die in der Ferne weht, weht. Ein Weg entsteht erst dann, wenn man ihn geht. Also geh, geh, geh und bezwing die Zeit. In der geballten Faust sind alle Finger gleich. Du musst anfangen, zwischen den Zeilen zu lesen. Es gibt zu viel Kapitel, das Wissen erweitert die Seelen. Ich bin auf Seite 23 jetzt schon angekommen. Schiffe müssen segeln, doch bei dir bleiben sie angebunden. Ich war lange unten, doch werd alle Hürden ebnen. Wie willst du das Spiel denn spielen, wenn dir die Würfel fehlen? Ich bleib unverkennbar, ich schreib 100 Bänder. Jeder muss ein Päckchen tragen, doch ich bring es zum Empfänger. Für dich wäre das ein Tropfen auf den heißen Stein. Doch manche Menschen, die ich kenne, opfern leider kein. Der Schritt zu der Vollkommenheit ist für uns alle ganz groß. Doch wer kein Meter geht, wirft halt schnell das Handtuch. Ich gehe meine Meilen einmal um den Erdball, bis mich die Jahre einholen und ich dann verfall. Und du merkst, weil du kannst deinen Weg ja selber wählen. Doch ich kann sagen, ich hab was von dieser Welt gesehen. Ich seh die Flagge der Freiheit, die in der Ferne weht, weht. Ein Weg entsteht erst dann, wenn man ihn geht. Also geh, geh, geh und bezwing die Zeit. In der geballten Faust sind alle Finger gleich. Ich seh die Flagge der Freiheit, die in der Ferne weht, weht. Ein Weg entsteht erst dann, wenn man ihn geht. Also geh, geh, geh und bezwing die Zeit. In der geballten Faust sind alle Finger gleich. Yeah.